Jo, meine Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer PandaTube TV. Und ich hoffe, ihr könnt mich jetzt lauter hören, weil ja, ich habe es mir danach auf YouTube angeschaut und ich war da ziemlich leise. Und wie ihr seht, habe ich schon den neuen X80 Proto. Was für X80 Proto? Den braucht ja eh keiner. Ich Spaß, Leute. Wie ihr seht, habe ich jetzt den Pfister 811 Supersportwagen. Ja, wie ihr seht, habe ich da etwas bares Geld. Das liegt daran, weil ich ihn gerade an einen Wallride getestet habe, ob er fake ist für ein Wallride oder nicht. Und danach für ein Looping. Und ich bin positiv überrascht. Er ist halt gut für Looping und Wallrides. Ja. Und wie ihr seht, baue ich schon wieder mal Scheiße in GTA. Ich kann echt nicht fahren. Und ja. Um den Wagen mal richtig zu mögen, braucht man ja einen Carporn. Und ja. Wir sehen uns dann. Bis gleich. Meine Freunde, ich bin's wieder. Ich hoffe, euch hat der sehr viel Arbeit reingesteckt. Aber dafür leider kurze Carporn gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach hoch. Da, ja, wie ihr hier seht. Der Wagen lohnt sich auch zu kaufen. Ist einfach nur ganz cool. Bei, sagen wir mal, 10 Likes gibt es ein. Ein COD Live Commentary ist schon am. Also, ich produziere schon davor. Also, halt, ich arbeite noch daran. Vielleicht gefällt er mir nicht und ich nehme einen neuen auf. Ja. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da, wie ich schon 1000 Mal gesagt habe. Und ja. Ciao.